So, da sind wir wieder. Dann ich fühle mich ein bisschen wie Weihnachten. Ist es Das so ist ähnlich? gut. Ja. Ich bin gespannt. Also hau einfach rein. Ich folge dir einfach mit Augen und bestimmt vielen Fragen. Liebe Svenja, ich werde dir jetzt mal zeigen, was ist bei der Maschine anders als wie gewohnt. Es geht ja schon los mit diesem tollen Bildschirm. Er ist so groß wie ein Tablet, nämlich 10,1 Zoll, wie vorhin schon erwähnt. Dann haben wir hier von der Nadel bis zum Anschlag 31 cm Stauraum. Da kannst du ja eine Wolldecke Ganz drunter genau. durchziehen, ne? Ich Ja. habe 14 cm in der Höhe. Ich habe 7,62 cm unter dem Nadelkopf. Das weiß sie genau, Bei ne? den das 2 cm. 7,62. Genau. Die Maschine wird einfach per Knopfdruck wird hier die Nadel eingefädelt. So, ich tippe einfach auf die Taste Nadel einfädeln. Der Fuß senkt sich automatisch nach unten. Die Maschine fädelt automatisch ein, hebt das Nähfüßchen automatisch in die Höhe. Also das ist wirklich ein Traum, Leute, muss ich Genau. sagen. Also auch für alle, die nicht mehr so gut gucken können oder auch dann Trotz drinnen. Schnelleinfädelhilfe, Ja. das nicht mehr so gut sehen, ist Ja. das natürlich die Perfektion. Ist ein Träumchen. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ist denn an dem integrierten Dualtransport anders geworden bei Pfaff. Ich drehe mal die Maschine, dass ihr das alle noch besser sehen könnt. Schaut mal her, der ist hier noch mal verstärkt. Den haben wir hier verbreitert. Das Handling, wie der zugeschaltet wird oder ausgeschaltet wird, ist gleich geblieben. Aber er ist hier noch mal verstärkt. So, Neues auch. Wir haben hier einen super Industrietransporteur, nämlich ein 8-Segmente-Transporteur und nicht nur 5 wie üblich. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was noch besser ist, wenn wir hauchdünne Materialien nehmen, noch weichere Jerseys, dass wirklich der erste Stich auf der Kante sitzt. Ja, Ich sehe schon, die Svenja staunt. mein Leuchten in den Augen wird Die größer. Fü der Füßchenwechsel ist natürlich wie gewohnt über dieses Snap-on-Snap-off-System. Auch dieses wunderschöne integrierte Zubehörfach ist es wieder alles dabei, was man am meisten braucht. Aber hier ist es nochmal mit Silikon, dass das noch aufgeräumter ausschaut. Genau. So, auch wieder, wie schon bekannt, das wunderschöne Zentimetermaß auf der Arbeitsfläche. Also Teleskopgarnrollenhalter, das finde ich auch dass wir sensationell. wirklich genau. Ich weiß wirklich von ganz vielen Nähschwestern, sage ich jetzt mal so, dass die das immer zusätzlich irgendwie noch mit dran basteln an ihren Nähtisch, weil das halt einfach eine tolle Weil Sache ist und man vielen, die großen Garnrollen damit wirklich super gut ganz ab. genau, vielen reicht es einfach nicht, dass man nur die kleinen Rollen einlegen kann. Und jetzt hat Pfaff sich wirklich was ganz, ganz Tolles überlegt bei der Performance Icon. Und ich habe auch vorhin Genau. beim Abbauen einmal umräumen, einmal versucht, das abzubauen. Geht nicht, ist reinzuschieben. Zeig mal, Ganz genau. Dann zeigen wir das doch mal, wie einfach man das macht. Ich nehme mal den Garnrollenteller runter. Einfach nach unten schieben. Zack. Kann nicht Und ich verloren könnte gehen. jetzt auch. Ja, Genau. super. Auch hier haben wir wieder diesen tollen ergonomischen Tragegriff, der über die komplette Maschine geht. Den man auch braucht, denn die ist Ganz echt genau. schwer. Ja, weil wir wieder eine Metallbodenplatte haben und Qualität hat natürlich auch ein Gewicht. Dass sie natürlich etwas schwerer ist wie andere Maschinen, ist klar. Und ist Warum? ja auch Weil gut. wir ja auch ein größeres Format hier haben bei der Maschine. Und die rutscht halt nicht weg, die Ganz Nähe, genau, sie ne? bleibt stehen. Dann haben wir eine andere Form der Bodenplatte, dass die Maschine nicht vibriert, wenn wir wirklich mal den Fußanlasser voll durchdrehen bis zum Fetzen Anschlag. fliegen Ganz genau. Auf lassen. der Seite haben wir so einen Schieberegler. Ich drehe die Maschine, dass ihr das besser sehen könnt. Wir haben hier einen Schieberegler, wo ich ganz individuell meine Geschwindigkeit vorwählen kann. Noch individueller, wie es sonst halt schon möglich ist. Wirklich so, ja. Hier vorne auf dem Display wird es auch direkt angezeigt mit, wenn Ganz du da hin genau, und du her kannst dann schiebst. auf dem Display genau sehen, was du tust. Es ist einfach nur hervorragend.
Da ist es dann noch mehr Freude, noch mehr Noch Leidenschaft. mehr Komfort. Also ich glaube, aus so einer Ganz Maschine genau. dürfte ich niemals nähen. Sonst würde ich danach immer, wenn mir jemand eine andere Maschine hinhält, sagen, ah, ich weiß nicht. So. Dann ist sehr, sehr schön, auf der Stichplatte haben wir die Markierungen immer bis zu 6,5 cm, rechts wie auch links. Was sehr, sehr schön ist. Für Leute, die quilten, Zum wahrscheinlich Beispiel für super cool. Quilten oder viele Absteparbeiten machen, ist das sehr schön. Was auch wieder sehr, sehr schön ist, wie es bei Pfaff schon üblich ist, dieser extrem hohe Fußdurchlass ist wieder gewährleistet. Wie vorhin schon mal erwähnt, die vollautomatische Fadenspannung in Kombination mit dieser aktiven Stichtechnologie. Was ist denn eine aktive Diese Stichtechnologie? aktive Stichtechnologie, Entschuldigung, Fischers die Fritze. sorgt halt auch, ja genau, die Ja. sorgt halt dafür, dass auch wenn du Metallgarn hast, das eine sehr, sehr gute Fadenführung ist Ja. und ein Sensor misst die Stoffdicke und berechnet halt die Garnmenge. So erkläre ich es einfach mal, Wow. ganz simpel. Krass. Genau. Die Motorleistung ist mehr wie gigantisch. Ich habe hier eine Durchschlagskraft von 15 Kilo, sprich 150 Newton. Ich kann auch mal ein Schusterleder nähen oder eine Tasche abstecken. Und Also. damit beginnen wir einmal. Natürlich sehen wir auch wieder, was ja ganz hervorragend ist, jeden Stich in der Originalnährrichtung. Ich sehe jeden Stich wieder, wie groß der auch in Wirklichkeit ist. Ja. So. Dann haben wir ja auch hier all unsere Informationen. Was empfiehlt mir die Maschine denn? Also, wir haben jetzt angewählt den ganz normalen Geradstich. Ich sehe hier, der Fuß 0a wird empfohlen unter Obertransporteur. Ich sehe, es ist aktiv, diese Stichtechnologie. Ich sehe, es ist aktiv, dass die Nadel im Stoff stecken bleibt. Ich sehe, der integrierte Dualtransport ist aktiviert. Das haben wir uns ja eben schon mal angeschaut, wie man den aktiviert oder Soll ich mal kurz deaktiviert. schauen, wenn ich ihn Das darfst rausnehme, ist du. er weg? Jawohl, Ja, zack. sofort erlischt es in Ja, der Anzeige. wunderbar. Genau, ich sehe, es ist aktiviert, dass er automatisch am Anfang vernäht. Wir sehen, sie vernäht am Ende. Sie schneidet Unter- und Oberfaden weg. Also jeden Schritt. Sie sagt uns aber auch, wann brauche ich diesen integrierten Dualtransport nicht. Sie Also gibt je uns nach also immer, Stichwahl sagt ja, dann sie. zeigt sie direkt an, das brauchst du halt jetzt gar nicht. Ist auch eine sehr schöne Sache. So, möchte ich einen Stich in der Länge, in der Breite verändern, bei einer Stichbearbeitung, wissen wir alle, ach, Stichbearbeitung, da kann ich was anders machen. Weshalb auch immer. Jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit, meine Stiche zu verlängern. Und in unserer wunderschönen Digitalanzeige sehen wir sofort wieder, ja, wie sieht denn der Stich in Wirklichkeit aus? Möchte ich das überhaupt? Wie heißt es so schön? Sehen heißt verstehen. Und ich kann wissen, will ich das Ja. oder will ich das gar nicht? Bringen wir es einfach mal zurück. Und jetzt beginnen wir mal. Und schauen uns mal an, wie viele Lagen Jeans können wir nähen, setzen vielleicht noch ein Gurtband drauf, gehen mal in Leder, gehen mal in Organza. Ja. Schauen wir uns mal die wichtigsten Dinge an, die Hervorragend. man am allermeisten braucht. Leg mal los, ich bin Ansonsten, wenn gespannt. wir alles anschauen wollten, da braucht man schon, da können wir 2 Tage zeigen. Locker, mit Sicherheit locker. Genau, Und wenn dann noch wir werden irgendwas jetzt das Spezielles, Allerwichtigste mal rausholen. ja, also da kann man bestimmt mit so einer Maschine unendlich viele Dinge weiter, vor allen Dingen du ja auch, ne? Also ich meine, du hast ja nun auch wirklich, kennst diese Maschine in- und auswendig. Na, mal gucken, Um wohin auch deine unsere Videoreise Neugier geht. zu wecken. Ja, Ja. also ich habe jetzt den Jeans schon mal doppelt gelegt und jetzt fangen wir mal an zu falten. Jetzt haben wir 2 Lagen, 4, 6, 8. Probieren wir mal noch 2 drauf zu tun. Zu positionieren ist es ja auf jeden Fall. Warum? Weil ja eben dieser extrem hohe Fußdurchlass da ist. So, gehe ich auf den schönen Fußanlasser, geht das Füßchen wieder automatisch nach unten. Die Maschine vernäht jetzt wieder den Anfangsfaden. Oh, stopp, der Faden ist, glaube ich, nicht drin oben. Haben wir den richtig Ah, dann, drin? nee.
Warte. Sorry. Dann haben wir ihn vor lauter Eifer und durchs Drehen der Maschine. Das kommt, weil wir oben genau. den Teleskoparm hoch und runter gemacht genau. haben. Teleskoparm. So, aber das macht ja nichts, denn so einfach fädeln wir ja ein. Das ist ja jetzt alles gar kein Problem mehr. Ja. Einen Moment. Nach oben? Ja, weil das ja ganz hoch gedrückt ist, dann geht es ja nicht. Die konnte ja nicht absenken. Das weiß die, macht sich also nicht selber kaputt, sondern ganz das erkennt die sofort. Das, was nicht möglich ist, sperrt sie nachher ab. Dadurch, dass die dicken Lagen Jeans drunter lagen, konnte die den Fuß ja nicht absenken. Also kann ich nicht einfädeln. Na wunderbar. Denkt mit, die Maschine. So, jetzt geht das Füßchen nach unten. Ihre wunderschöne neue Performance Icon vernäht den Anfangsfaden und sie schnurrt dahin, 10 Lagen obwohl Jeans. Ich noch nicht mal die Jeansnadel drin habe. Aber wie gestern schon erwähnt, nicht die Nadel macht, dass es funktioniert, die schont ja das Material, es wird noch sauberer, der Motor muss die Leistung haben. Ja. So, auch hier haben wir die Funktion, dass die Nadel im Stoff stecken bleibt. Fuß hebt sie wieder so viel an, wie ich für die Dicke des Materials brauche. Drehen wir nochmal. So, durch unseren wunderschönen 8-Segmente-Transporteur kann ich auch mal, wenn ich aus Versehen ins Leere nähe, es passiert nichts. Man tut es nicht extra, aber es passiert. Ja. Und wenn ich jetzt von dem Jeans hier in den dünnen Organza nähe, stimmt auch wieder unsere Fadenspannung. Und jetzt setzen wir den ersten Stich auf die Kante. Jawohl. Es liegt vor der Nadel, das Material. Moment, halte den Wulst. Geh mal her, ich halte es. Danke. So, muss ich jetzt das Material drehen? Lässt sie nur ganz wenig Platz zum Drehen. Warum? Weil das Material sehr feinfädig, sehr dünn ist. Und auch die tolle Ausleuchtung der Maschine ohne Schattenbildung. Das ist wirklich ein super Nählicht, das muss ich echt sagen. So, Nahtende. Unsere neue Faff vernäht, schneidet unter Oberfaden ab und hebt das Füßchen wieder nach oben an. Was wir ja schon heiß und innig sowieso lieben. Ja, Leute, das ist natürlich. Das ist, macht wirklich, also ich meine, da, das macht halt auch wirklich Spaß, dann mit so einer Maschine zu nähen, ne? Und zu wissen, es kann im Prinzip, also man kann ja quasi sagen, nähen für Dummies, es kann im Prinzip ja schon fast gar nichts schieflaufen. Also man muss sich uns alles. Man muss sich natürlich jetzt mit der ganzen Automatik, sage ich jetzt mal so, auseinandersetzen und so eine Maschine auch bedienen können und wissen, was passiert, wenn ich wo drauf drücke. Aber wenn ich mir das einmal durchgelesen habe und mich mit diesem Tablet der Maschine vertraut gemacht habe, dann kann mir ja eigentlich echt nichts passieren. Beziehungsweise ne? bieten wir ja auch einen sehr guten Service an. Das ist natürlich sehr wichtig. Da kann ich ja auch eine Einweisung bekommen, wenn ich das möchte, ja. wo ich Hilfe habe. Ja. Ich bin die alleine gelassen. Ja, das ist natürlich bei so einer Maschine auch noch Gold wert. Ne? Dann wollen wir doch mal den Schwierigkeitsgrad noch etwas erhöhen. Ich habe hier auch noch mal ein schönes, dickes Leder. Und selbst beim Stich für Stich nähen, packt dieser Motor das. Denn beim Langsamnähen braucht ja die Motorleistung, muss ja noch stärker sein, als wenn wir Vollgas nehmen. Genau, weil die ja gar nicht so. Ich tue meine Hand weg, dass jeder sehen kann, ich helfe nicht nach. Und ich habe immer noch meine 80er Nadel und der Motor packt es. Das ist echt beeindruckend, muss ich sagen. Die lässt auch keinen Stich aus, näht ein super sauberes Nahtbild. Obwohl wir gar keinen Teflonfuß dran haben zurzeit. Ja. Würde ich jetzt drehen und wenden, sehe ich, aha, jetzt passt es sich hier mit dem Anheben des Füßchens wieder so an, wie es jetzt hier braucht. So, nähen wir doch nochmal raus, dass ihr sehen könnt, es gibt kein Verheddern der Spule. Und jetzt gehen wir doch einfach mal hier in das Schusterleder. Beginne ich mal mit der einen Lage, ohne irgendetwas umzuschalten. Hebt wieder so viel an, wie wir brauchen. Und jetzt probieren wir doch mal diese Schwierigkeit vom Dünnen in das Dicke. Ja. Na. Jetzt wollen wir es ganz genau wissen. Jetzt werden wir immer neugieriger. Also wenn wir die jetzt schon mal hier haben, wollen wir die auch hier so ein bisschen Ja, wissen, ne? Oh ja, es hört sich super an. Ne? Ja.
So, und jetzt nähen wir mal komplett die beiden Lagen. Oh, der Übergang ist perfekt. Super. Ist das nicht fantastisch? Das ist wirklich toll. Also ich selber nähe. Ich schneide es ab, dass du das in die Hand nehmen kannst. Ja, ich nähe zwar selber kein Leder, aber ich nähe natürlich viel Jeans und so und auch so Verschlüsse und solche Sachen. Und wenn man dann sowas hier sieht, das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Hier, guckt euch mal an. Also da ist ja wirklich auch nichts locker oder sowas in diesem Übergang. Das genau. Ist, man muss natürlich bei solchen Sachen immer darauf achten, dass man einen vernünftigen Faden hat, ne? Dass der das nicht reißt. Das auf jeden Fall, das haben wir ja, schon erwähnt, dass ein guter Faden das A und das O ist. Ja. Sonst handle ich mir viel Ärger an. Ja, aber das ist natürlich echt, wow, cool. So, dann gehen wir doch mal ein echtes Leder rein. Oben Leder, unten diese Filzseide. Mhm. Beginnen wir mit der einen Lage. Ich benutze auch hier mal einfach die Start-Stopp-Taste, dann kann ich hier zur Seite rutschen und man sieht es noch besser. So, gehen wir von der einen Lage in das Doppelte. Wir drehen nach Ende unsere neue Fafranet, schneidet unten oben die Fäden ab und hebt das Füßchen wieder in die Höhe. Wieder mal ganz anstandslos. Genau. Einfach drüber genäht. Alle. Dann schau doch mal, wie schaut es auf der linken Seite aus, Svenja. Ja. Das sieht echt alles super sauber aus. Und jetzt setzen wir ja noch einen drauf. Jetzt haben wir ja hier so ein richtig dickes Wie breit ist das? Halben Zentimeter. Wie bei einer genähten Tasche, wenn man da vielleicht mal was absteppen muss. Ja. So, und auch hier, ich werde jetzt die Nadel erstmal nicht wechseln. Natürlich würde ich in der Regel hier eine Ledernadel nehmen, weil es einfach viel edler ausschaut. Mhm. Die schneidet ja ins Gewebe und schließt das Einstichloch. Mhm. Aber wir wollen ja sehen, packt es der Motor? Ich werde auch, Stich für Stich. Bist du auch nie Nadelexpertin? Bestimmt ja irgendwie, wenn man solche Maschinen immer hat und vorführt, dann ist man mit der Zeit doch auch so Expertin für Nähmaschinennadeln mehr oder weniger, oder? Ja, die Nadel sollte auf jeden Fall in Ordnung sein. Ja. Und wenn ich ein Leder nähe, möchte ich dann nicht, dass man das Einstichloch sieht. Das soll ja eigentlich geschlossen sein. Die Ledernadel hat ja eine Dreikantspitze. Ja. Die schneidet da rein und schließt sofort das Einstichloch. Das wusste ich nicht. Die Industrie hat halt für alles eine extra Maschine, dann ist das natürlich drin. Und wir haben ja im Prinzip eine Maschine, die alles macht. Oder eine Jersey-Nadel. Wir wollen ja kein Loch in Jersey. Die haben so ein bisschen Kugel. Die so ein bisschen kugelig, genau. Mhm. Ja. Wow. Ist das nicht super? Das ist wirklich und selbst krass. Beim Stich für Stich nähen. Wir beenden unsere Naht. Das ist ja wirklich auch eure fast neue Fafranet. Das ist wirklich schon fast fingerdick. Fast fingerdick. Und ja, da möchte ich denn jetzt natürlich tatsächlich gar nicht meinen Finger drin haben, denn ich weiß mit Sicherheit, dass sie durchschlägt. So, jetzt hat sie vernäht, abgeschnitten. Auf der Seite haben wir noch so eine kleine Schere, wenn man mal aus Versehen den Faden etwas weit rauszieht. Mhm. Einfach anheben, zu sich zuziehen. Super. Genau. Wie lange hat man dann auf so eine Maschine Garantie? Wir haben bei der Maschine 2 plus weitere 3 Jahre Gewährleistung. Das heißt, es ergibt insgesamt 5 Jahre an Garantie. Auf die ganze Maschine und auch auf alle kleineren Teile? Oder was genau beinhaltet denn die Garantie? Ist es wirklich alles? Also mir bricht eine Feder ab oder geht es nur um den Motor? Oder ist wirklich alles in der Garantieleistung mit drin? Oder gibt es irgendwas, wo man sagt, nee, das ist... Also, wenn du da, ich meine, wer gewalttätig eine Maschine abbricht, ja. Wenn ich die Maschine vom Tisch schmeiße, habe ich keine Garantie. Nee, genau. Das ist ja normal. Ja, aber ansonsten ist alles in der Garantie mit 5 Jahre Garantie. Ja, also sollte die Schraube tatsächlich nicht richtig festgezogen gewesen sein und das Ding fällt mir ab, ist die Garantie dann ist das eine Garantie, ja. Genau. So, auch hier würde ich gern mal diese professionelle Overlock-Geschichte zeigen, dass ihr auch mal sehen könnt, wie einfach ich die Maschine bediene. Mhm. Ich öffne hier einfach mein Grundmenü, im Prinzip über den sanften Berührungspunkt. Mhm. Ich öffne die Gruppe 1.2 und jetzt sehe ich sofort hier wieder, ach, schau her, da ist ja dieser tolle Overlock-Stich.
den Pfaff halt mit drin hat. Schließe das Fenster, dass ihr den Stich mal über den kompletten Bildschirm sehen Das finde ich könnt. ja auch wirklich toll. Also ich muss Genau. sagen, das ist wirklich toll, dass man, also nicht nur bei dieser, bei der anderen, die wir gesehen haben, Auch, ja auch, genau. das ist hier natürlich noch besser dargestellt, weil man ja Weil es wirklich in noch einer länger. großen, das sieht ja zum Beispiel bei Stoff auch anders aus, ob ich einen kleinen Ausschnitt sehe oder ob ich einen großen Ganz Ausschnitt von genau. dem Stoff sehe. Und so empfinde ich das jetzt auch. Ich sehe die Naht nochmal ganz anders und natürlich viel besser Genau. dargestellt, ne? Und Ja. direkt unten drunter, da wir die Stichbearbeitung schon geöffnet hatten, sehe ich wieder, ach, ich kann ja hier meine Breite verändern und sehe sofort wieder meine neue Originalbreite. Ja. Würde ich den Stich auseinanderziehen, sehe ich genau, was hier passiert. Und Ja. ja, da wird er wieder schmäler. Und in dem Moment, wo das hier grün hinterlegt ist, kann ich erkennen, dass sich etwas Dass verändert du hatte. daran arbeitest Genau. gerade, dass Das, du. was man am meisten braucht, ist das, was die Maschine sich selbst einstellt. Und wenn ich halt denke, nein, meine Nahtzugabe ist aber schmäler oder breiter, einfach Finger drauf und schauen, dass es im Bildschirm so ausschaut, wie ich es benötige. Kann man denn bei der überhaupt noch manuell die Fadenspannung oder Jawohl, auch das das alles kannst ein? du. Ja? Oh. Genau wie bei der anderen Maschine auch. Du hast immer einen Zugriff. Das ist gut. Ich habe auch bei der Maschine die Möglichkeit, am Nähfuß Druck was zu verändern. Also sie stellt zwar auch alles schon richtig ein, aber man kann, wenn man möchte, trotzdem auch immer noch Genau, alles selber einstellen. genau. Na? Entschuldigung. Kein Problem. Ich so zurückrutscht, dass Ja, unsere ja. Kamerafrau das besser sieht. Ich hoffe auch, ihr könnt alle das, diesen Bildschirm gut erkennen. Wir haben gerade schon gesehen, der spiegelt so ein bisschen hier, aber es ist Kannst jetzt halt einfach probieren, so. etwas in die Schräge zu stellen. Und Vielleicht wird es dann ich besser. glaube, durch deine Erklärung ist es auch schon wirklich Aber super wir gut. wollen es uns mal grob anschauen. Es muss jetzt keine schöne Arbeit werden. So, beginnen wir doch einfach mal, indem wir wieder sagen, wir nähen mal ein Bündchen an. Einfach, dass man sieht, aha, hier wellt ja auch nichts. Weil wir das ja eh schon schätzen und lieben gelernt haben. So, ich verändere auch hier nichts an der Fadenspannung. Was bei der Maschine auch sehr schön ist, das werde ich gleich auch mal zeigen, wenn euer Augenlicht das mit dieser Farbe nicht so gut erkennt oder wenn die Maschine vorm Fenster steht, wo der Einfall des Lichts anders ist, kann ich den Bildschirm auch umfärben in eine andere Farbe. Ich kann auch das Licht in der Helligkeit verändern. Seht ihr, ich ziehe auch jetzt wieder hinten nicht, sondern tue einfach mit dem Finger einen Tick Führung geben, dass sich das Bündchen in diese Rundung legt. Das wird jetzt nicht ganz exakt, weil ich so schräg davor sitze. Wir sind heute total gnädig und gönnen dir jeden Abstrich. Ich bin ja total happy, dass du uns überhaupt diese Maschine nochmal zeigst. Ja, Das war das ja Ding ist eigentlich, super. ja, Gar das war nicht ja eigentlich geplant. gar nicht geplant, aber da war ich natürlich total heiß drauf, dass besonders du mir die Ja, Maschine nochmal kurz gezeigt hast. entschlossen. So, Nahtende, eure neue Pfaff Performance Icon vernäht, schneidet wieder Unteroberfaden weg und hebt das Füßchen nach oben. Und jetzt darf sich die Svenja das anschauen und prüfen, ob das korrekt ist. Das ist korrekt. Das sieht super sauber, super gut aus. Ja, auch hier hinten, also ein total klasse, sauberes Nahtbild, super gut vernäht. Könnte man so verkaufen. Ja, und damit du siehst, auch hier habe ich Zugriff auf den Füßchendruck. Wenn du Stoffe hast mit 30% oder 10% Elastan, dass die nicht breit gedehnt werden. Hier komme ich noch einfacher in diese Untermenüs, gehe einfach wieder auf mein Zahnrädchen und blättere einfach. Ja, was steht denn hier? Nähfußdruck. Was haben wir denn Und jetzt löse ich den da? einfach wieder runter auf 2,5. Ich habe das ja mal bei verschiedenen Stoffen ausprobiert und damit sehr gute Erfolge erzielt. Jetzt gehe ich der Einfachheit halber hin, falte das einfach doppelt. Wir stellen uns vor, das T-Shirt Saum. Ich werde jetzt auch mal eine leichte Rundung führen, dass man wieder sieht, auch beim schrägen Fadenlauf dehnt es nichts aus. So, sie vernäht wieder am Anfang.
ihr merkt, durch diesen Motor ist da auch noch mehr Power hinten dran. Natürlich, was die Maschine, die wir uns gestern angeschaut hat, hat die natürlich auch wieder, sprich die Antikstiche, Benchenstiche. Das ist natürlich auch alles wieder gewährleistet. Hat die denn noch mehr Stiche als die? Hat dann immer noch ein bisschen mehr Auswahl. Haben wir irgendwo was, wo wir das sehen können online zum Vergleichen? Ich glaube, kann man. Der Dirk hat gesagt, dass wir das auch nochmal aufnehmen. Wir haben so eine Vergleichstabelle, wo man wirklich auch nochmal sehen kann. Ganz genau, und dann kann man die alle miteinander vergleichen. 720, super. 710, Performance Icon. Das ist super. Dann kann man sie alle nochmal in aller Ruhe gegenüberstellen. Ja, das kann man ja gar nicht alles zeigen. Jetzt drücken wir einfach mal manuell die Schere. Und raus. Ist das nicht toll? Das sieht wirklich aus. Während die Svenja schaut, nehme ich den feinfädigen, ohne dass ich irgendetwas verändere. Einfach, dass ihr das sehen könnt. Ach, da wird das genauso sauber. Der ist jetzt noch dünner wie der. Ich gehe über die Start-Stopp-Taste. Dann sitzt sich unsere Kamerafrau nicht so weh. Ist das nicht fantastisch? Das ist wirklich toll. Also spiele nochmal an der Geschwindigkeitsregulierung, dass ihr seht, ich kann es mir wirklich so machen, wie ich es möchte. Wir lenken mal eine Richtung rein. Und ihr könnt sehen, ich schiebe und ziehe nicht. Ich tue lediglich mit dem Finger einen Tick Richtung anwählen. Also man kann sich natürlich sein Hobby extrem versüßen durch so eine tolle Maschine. Ja. Und man kann es sich auch wirklich tatsächlich, muss ich auch sagen, halt einfach versauen, wenn man ständig in seinen Nähplatz kommt. Dann verliert man Freude. Ne? Und hat immer nur Ärger mit seiner Maschine. Es ist halt wirklich nicht schön. Als mein Mann die zum ersten Mal gesehen hat, da hat er gesagt, das gefällt mir auch, das Spielzeug. Und ich glaube, Männer können das auch ganz gut nachvollziehen. Ich meine, die kaufen sich, glaube ich, auch lieber ein Werkzeug, was allerdings gut funktioniert, anstatt dass sie da immer... Bitteschön. Toll. So einfach kann ich den zurückstellen, diesen Nähfuß. Also ich ziehe nochmal dran, dass ihr auch seht, der Stoff ist wirklich super elastisch hier und der andere auch. Also das ist jetzt nicht, dass wir den irgendwie eingesprüht haben oder was und dann ist er steif und dann kann man ihn gut nähen. Ja, so, super bei der gut. Gelegenheit würde ich gerne mal zeigen noch, wie man auch den Bildschirm in der Farbe verändern kann. Mhm. Einfach hier blättern, bis die Leiste erscheint. Hier sehe ich schon meine Farbleiste. Dann drehen wir mal die Maschine, dass die Svenja das auch sieht. Cool. Und jetzt kann man einfach seine Lieblingsfarbe wählen oder so, wie es halt passt aufs Augenlicht. Behaupten wir einfach mal, wir wollten das hier in das Lila. Hier kann ich an der Helligkeit des Lichts spielen. Zum Beispiel scheibchenweiß. Ist manchmal ein bisschen grell, das Ganze. Oder wenn über Tag die Sonne sehr starken Einfall hat. Also man kann wirklich... Und man sieht dann hier, wie sich das verändert. Das Licht hier verändert sich auch mit? Oder nur das hier? Nein, dann verändert sich das Licht ja hier. Mhm. Jetzt sieht es ja hier, ist schon etwas anders. Ach, ist die Helligkeit nicht mehr so stark. Ich habe jetzt gerade nur auf den Bildschirm geguckt. Aber ja, und ich mache es jetzt bewusst so scheibchenweise. Ja. Dann kann man sehen, wie es anders wird. Ja. Ja. Lassen wir es einfach mal so, dass wir mal den Farbbildschirm anschauen, was ist anders. Jawohl. Und jetzt haben wir unsere neue Lieblingsfarbe benutzt. Cool. Genau. Oder wenn ihr dann... Oder Stofffarbe, wenn man so eine ähnliche Stofffarbe hat. Ja, dann kann man auch sich das anschauen. So, unsere Bedienungsanleitung zeigt ja jetzt auch wieder an. Der Unter- der Obertransporteur. Die aktive Stichtechnologie ist aktiv. Ich ziehe es mal ein bisschen weiter. Also ich schiebe mal ein bisschen weiter wieder so hin. Da ist nämlich gerade genau das da der Schirm vor. So. Okay. Mhm. So, wir sehen wieder, der integrierte Dualtransport ist aktiviert. Das Vernähen am Anfang, am Ende, das zum Schluss unter Oberfaden abschneidet. Also alles, jegliche Information. Was ist denn deine Lieblingsfunktion an dieser Maschine? Was findest du am allerbesten an der Maschine? Am allerbesten finde ich diese tolle Einfädelgeschichte. Das muss ich auch sagen. Ich finde toll den Teleskop-Garnrollenhalter. Mhm. Ich finde sehr schön hier diese 31 cm Staufläche. Das Licht, weil ich ein Problem habe, mit der Brille auf die Nähe zu arbeiten oder beziehungsweise mit dem Augenlicht, ist das hervorragend. Super
Als Lieblingsgeschichte finde ich auch, dass auf die Unterfadenspule noch mehr Faden drauf passt. Ja, das Es ist natürlich auch ein großartiges Ding, ne? Also ich meine, ist sehr schwer zu sagen, was ist hier am schönsten, weil eigentlich ist ja alles so schön. viele Sachen gut mit überlegt und Genau. mitgedacht und Sehr schön eingebaut und finde geschrieben. ich auch, dass hier die Bearbeitungsleiste, die ist halt noch logischer aufgebaut. Bei Stichbearbeitung weiß ja jeder, ach, da kann ich was verändern. Ja. Wenn ich das lese, Braucht ich man mache nicht es mal lange zu. überlegen, wo Wenn man das was so lang findet. ist, Stichbearbeitung, Ja. aha, mache ich was anders. Hier ist diese Funktion mit dem Vernähen. Da könnte ich es ja auch ausschalten. Dann würde ich das einfach hier, zack, sanfter Berührungspunkt. Also es steht halt Jetzt ist wirklich es geschrieben. Es ist nicht nur ganz ein Icon, genau. was ich überlegen muss, oh, wozu gehört das Genau, nochmal, und sondern jetzt es kann ist man halt. auch hier in der integrierten Bedienungsanleitung sofort sehen, ach, jetzt ist ja nur noch das Füßchen unter Obertransport angezeigt. Ich sehe, aktiv ist diese Stichtechnologie, der Nadelstopp unten ist aktiviert und dieses wunderschöne integrierte Dualtransport. Ja. Schalte ich das wieder zu, wird es sofort auch wieder in der Bedienungsanleitung aktiviert. Jetzt sehe ich, aha, der Schneidebefehl ist ja wieder da. Ich sehe, sie vernäht wieder am Ende. Und jetzt sehe ich, aha, sie vernäht ja sogar am Anfang auch wieder. Und das ist halt schon eine tolle Sache. Was auch neu ist, dieser schöne breite Fußanlasser, den wir ja eh schon schätzen und lieben gelernt haben, hat auch jetzt noch eine Finde ich total Kabelausrollautomatik. geil. Das finde ich richtig cool. Also ich habe das tatsächlich ganz oft, dass manchmal das Kabel vorne im Weg ist und keine Ahnung Ja. was, dann habe ich das wieder irgendwo anders hingerutscht und dann, ja, und das finde ich ein Tool, das ist natürlich auch eine coole Angelegenheit. Kniehebel ist auch wieder dabei. Den hätten wir ja fast noch Genauso vergessen. zu handeln. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Fertig. Ich glaube, wir können noch stundenlang quatschen über die Maschine. Aber zeig mal den Kniehebel nochmal. Das ist wieder das Gleiche von der Befestigung Ich her. schieb's mal weiter nach vorne, dass du auch Zack. rankommst. Und jetzt funktioniert es wieder. Ja. Den kann man dann hier noch auf die Höhe verändern. Also Kniehebel, ich muss sagen, das ist etwas, das habe ich bei allen Maschinen bis jetzt immer vermisst, weil ich ja auch eine Maschine mit Kniehebel gelernt habe. Und ich glaube, wenn man das wirklich einmal so drin Ja, hat, dann willst du nicht ohne den ja, arbeiten. ist es wirklich Für toll. Leute wie mich, die den nicht gewohnt waren, die werden immer oder in den allermeisten Fällen über diese Automatikschiene gehen. Ja. Aber wer den eh und je schätzen und lieben gelernt hat, Ja, behält es in der Regel bei. das glaube Das ich ist auch. schon normal. Dann würde ich gerne auch hier nochmal diese Vier-Wege-Transport zeigen, Ja. wo wir gestern gesagt haben, damit könnten wir applizieren oder Winkelrisse reparieren oder Risse, wo dann die Nährichtung nicht stimmt. Ich nehme den nochmal raus, einfach wegziehen. So einfach komme ich jetzt in meinen Zusatz. Einfach blättern, ich bemühe mich, das langsam zu zeigen, dass man sieht. Zusatz. So, ich gehe einfach hier in diese Gruppe rein und jetzt erscheint wieder diese wunderschönen Vierrichtungsstiche. Nehmen wir einfach nochmal als Beispiel diesen schönen Wabenstich, den kennen viele schon noch von früher. So, und jetzt sehe ich sofort, aha, meine neue Faff Performance Icon näht von links nach rechts. Die Svenja reicht mir einfach mal ein Stückchen Jeans Flächen rüber. müsste ah, Jeans. Ja, ich bleibe so ein bisschen schräg sitzen, es kommt ja nicht auf die Schönheit jetzt an, damit ihr das richtig sehen könnt. Und du auch. Gehen wir einfach noch mal über die Start-Stopp-Taste, schauen uns mal an, was empfiehlt mir denn die Maschine jetzt für ein Füßchen. Ich sehe, der Fuß 8 wird empfohlen. Diesen Fuß finden wir ja wieder in unserem wunderschönen integrierten Zubehörfach. Auch hier sind die Füße wieder nummeriert. Hier erscheint die 8. So, und jetzt möchte ich mal nicht direkt wechseln, um zu schauen, was hier passiert. Also der Fuß geht wieder nach unten. Jetzt zeigt sie mir hier noch an, aha, da ist ja auch noch dieser integrierte Dualtransport aktiv. Den brauche ich eigentlich nicht. Jetzt nehmen wir das nochmal raus. Wir wechseln mal. Einfach das zu sehen ist. Jawohl. Und so einfach sind auch hier die Füße zu wechseln. Nehmen wir mal da oben drauf.
So, das war er kennt die Maschine die Füßchen. Sie sagt, wenn was nicht aktiv sein soll oder wenn was nicht möglich ist. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwas ganz Falsches mit einem ganz falschen Füßchen mache, dann geht es schon, aber sie zeigt hier, der sperrt auch schon mal was ab. Mhm. So ist es perfekt. Das ist super. Ja. So, ich gehe auch noch mal hier auf eine höhere Geschwindigkeit, dass ihr sehen könnt, ich kann auch hier. So, möchte ich, dass meine neue Performance-Eike nach unten lädt, tippe ich einfach hier in das untere Fenster. Das ist noch einfacher umzusetzen, wie ihr das gestern schon gesehen habt. Ja. Ich möchte zur linken nähen. Einfach ins linke Fenster. Ist das super? Das sieht echt super aus. Gut. Ich möchte nach oben nähen. Das haben wir einfach ins obere Fenster getippt. So, ich glaube, wir sind am Ende. Nahtende, eure neue Faff vernäht wieder. Schneidet unten oben die Fäden ab und hebt auch jetzt wieder den Fuß nach oben. Cool. Fantastisch. Ja, sieht echt super gut aus. Also genau. Auch auf beiden Seiten wirklich gleichmäßiges Nahtbild, also wo man sonst ja teilweise echt lange nachstellen muss, bis genau, das halt dann waren wirklich wir ja auf zuerst der in den verschiedenen Jersey-Materialien, ja. Sind dann zurück in den Jeans. Auch hier möchte ich gerne mal den tollen Antikstich zeigen. Den hat die natürlich auch. Ja. Und einfach, dass wir vom Handling her noch mal sehen, ja, wie einfach komme ich denn irgendwo hin? Ja, bitte. Einfach hier in mein Grundmenü. So, wir öffnen auch hier diese Antikgeschichte. Und was sehen wir da? Zuerst mal Kunststich. Und in der Gruppe 3.3 finden wir jetzt diese Antikgeschichte. Da ist er. Gehen wir doch einfach nochmal auf Start, Stopp. Mhm. Nähen nochmal diesen wunderschönen Antikstich ab. Mhm. Und ich tue auch mal während des Nähens die Stichlänge verändern. Dass ihr sehen könnt, ich kann das sowohl als auch. Das ist der Stich sehr klein geschaltet, deswegen auch diese Geschwindigkeit, weil der Weg ja kürzer ist. Ist das super? Richtig cool. Also da kann man ja auch einfach im Stich an sich schon total genau. Ein cooles Design machen. Nahtende, das habe ich das im Leeren gemacht und sie fitzt nichts unten rein. Und jetzt gleich zeige ich euch mal einen ganz tollen 7-fach Zierstich. Sehr cool. Cool, also im Muster ein Muster nochmal direkt gleich mitnehmen. Verändert. Echt toll. Bleiben wir doch mal hier bei den tollen Kunststichen. Mhm. So, und jetzt wählen wir einfach mal einen wunderschönen 7-fach Zierstich an. Auch den kann ich wieder vom Musterrapport her weiter auseinanderziehen. Und man sieht es wieder original. So könnte ich ihn wieder dichter schieben. Probieren wir einfach mal aus, was uns gefällt. Mhm. Machen wir es doch nebendran. Kann man so schöne Effekte mit erzielen. Also ich habe gerade sofort so im Kopf gehabt, es gibt doch diese ganzen Indigo-Sachen und sowas, die jetzt auch wieder mehr in sind und so, wo wirklich auch einfach nur die Muster sind. Das gab es früher in den ganzen Büchern und sowas, wie Boda-Bücher und so, wo einfach diese Zierstichmuster nebeneinander genäht wurden. Vorne zum Beispiel werden
Shirt oder bei einer Bluse ja. einfach so nebeneinander und das sah so toll aus und das erinnert mich total daran. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du bei einer Bluse hier eine Teilungsnaht hast, dass man diese Teilungsnaht damit übernimmt, wenn das Material sehr schlicht ist. Ja, das sieht bestimmt das toll aus. Das habe ich übrigens auch mal in der Industrie gesehen, bei einer rosa-weiß gestreiften Bluse. Ja, übernäht mit dieser kann ich mir auch toll vorstellen, Ton in Ton. Ne? Auch ja, einfach nur so, dass man das so ein bisschen leicht durch und halt so, einfach sehr na, elegant. Ende. Ja, jetzt näht sie den Musterrapport fertig, sie schneidet es wieder nicht durch. Mhm. Vernäht, schneidet ab und hebt das Füßchen wieder nach oben. Sehr cool. Bitte schön, Svenja. Dankeschön, Else. Schick. Also ihr seht, von das der Bedienung her gut. ist die noch einfacher wie das, was wir uns gestern angeschaut haben. Ja. Ja, und jetzt behaupten wir doch mal, ihr wolltet ein Hemdkragen nähen mit Steg. Und wir wissen gar nicht, wie man das macht. Nee, das wissen wir nicht. Das wissen wir gar nicht. Ich weiß es nicht. Da gibt es ja auch so oben so ein kleines Buch. Aha. Da schauen wir doch mal, was in dem Buch so zu sehen ist. Aha, das hast du mir vorher noch nicht gesagt. Das war nein, das aber ich dir vorher noch nicht gesagt. Da könnte ich mir jetzt auch anschauen, wie fädle ich die Maschine ein. Ach. Aber ich denke, wir schauen uns jetzt lieber mal an so eine Technik oder ein Lernprogramm. Oh ja, ne? bitte. Gehen wir doch einfach mal hier auf Technik und Lernprogramm und wir sagen, wir interessieren uns für Kragen- und Halsausschnitte. Mhm. Dann sucht man sich aus, welcher Kragen soll es sein. Mhm. Wir haben ja eben gesagt, ein Hemdkragen mit Steg. Ja. Sträße schräg, dass die Svenja das besser sehen kann. Das muss ich unbedingt angucken. So, und jetzt kann ich entweder in Bild und Schrift das sehen und könnte hier blättern. Mhm. Erstmal, jetzt sehe ich, was benötige ich alles, was empfiehlt sie für Füßchen. Mhm. Ich kann es mir aber auch als Video anschauen, mach Schritt für Schritt. An. Ganz das genau. Ich, ja wirklich gerne sehen. Ich kann auch sagen, ich will dieses Video bis dahin immer wieder anschauen. Dass man einfach, während man näht, das tatsächlich immer wieder... Ich könnte es aber auch jederzeit anhalten, das Video. Das ist ja super cool. Jetzt sieht man hier, wie wird der integrierte Dualtransport in das Füßchen geführt. Ich sehe, wie sie die Flisseline... Ist das super? Ja, das ist sehr cool, muss ich sagen. Also, und das ist nur ein Beispiel. Man könnte sich jetzt da ganz, ganz viel anschauen. Cool. Also das finde ich wirklich auch nochmal echt ein Plus, muss ich ehrlich sagen. Also man hat ja auch, selbst ich, wo ich ja wirklich viel Nähe habe, nicht immer alles im Kopf, wie was, in welcher Reihe. Ich sage auch jetzt, du kannst das nicht. Ich habe einfach als Beispiel das mal ich kann mir natürlich viele Sachen um auch überlegen, wie es gehen so würde. Aber anhalten. Trotzdem, sowas ist natürlich super. Ne? Also einfach so grundsätzlich einfach so ein Lexikon zu haben, wo man drauf zugreifen kann, um zu gucken, wie macht man das. Siehst du, jetzt habe ich es hier mal angehalten, dann du bis dahin nähen kannst, wenn jemand denkt, na, das ist mir zu schnell. Mhm. Und so kann ich es aber jederzeit wieder weiterlaufen lassen. Dann beginnen sie immer wieder von vorne. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich kann mir anschauen, wie fädle ich die Maschine ein. Mit der Spule, jeden Schritt kann man in der Maschine sehen. Was ihr ja auch noch nicht gesehen habt, dass ich spulen kann durch die Nadel. Ich muss sie nicht ausfädeln. Mhm. Ich könnte aber auch während des Nähens eine Spule füllen. Warum? Weil diese Maschine einen separaten Spulmotor hat. Das will ich unbedingt sehen. Aber jetzt gehen wir mal hin. Wir schmeißen das wieder raus. Es war jetzt nur wichtig, dass man das überhaupt mal anschauen kann. Das finde ich total gut. Echt. Genau. So, machen wir einfach mal unser normales Füßchen dran. So sehen wir auch nochmal dieses wunderschöne integrierte Zubehörfach. Mhm. Entschuldige bitte. So, so einfach ist das Füßchen dran. So einfach ist dieser wunderschöne integrierte Dualtransport wieder in Arbeit. Und sofort sehen wir das alles wieder in unserer Digitalanzeige. So, würde ich jetzt spulen wollen und wir wollen aber die Maschine nicht ausfädeln dafür. Mhm. Wir sind fertig und haben uns überlegt, wir brauchen jetzt doch noch eine Rolle von dieser Farbe. Mhm. So, auch bei der Maschine kann ich die Spule nie in die falsche Richtung einlegen. Die passt auch wieder nur in der Perfektion. Würde ich aus Versehen das jetzt falsch rum habe, geht nicht. Haben, sehe ich, hat, das passt ja gar nicht. Also drehen wir das Ganze um. Jetzt passt es. Und wir gehen einfach hier durch.
Da haben doch Leute tatsächlich mitgedacht, ne? Als sie Ja, diese Maschine entwickelt das war ein sehr, haben. sehr guter Ingenieur. Ja. So, einfach den Schieber zur rechten Seite. Wir aktivieren das Spulen. Ist das Cool. nicht super? Ja. Das ist echt super. Ist halt sehr, sehr gut durchdacht mit dieser Fadenführung. Super gut. Ich könnte das jetzt jederzeit anhalten, weil ich sage, ich möchte es nicht ganz füllen. Dann würde ich einfach wieder hier in dieses Fenster tippen. Dann hört die Maschine sofort auf mit dem Spulen. Das ist auch eine coole Sache, muss ich sagen. Also da, also ich meine, ja, mein Gott, man kann den Faden auch umfädeln und dann wieder einfädeln in die Nadel und die Nadel und Ja, dies, weil es ja einfach ist durch diese aber wenn man es nicht Automatik, muss, es ist eine gigantische ist Geschichte. es natürlich Ganz hier genau, nett. das ist sehr, sehr schön, dass man das tun kann. Machen wir sie einfach mal voll und ich zeige nochmal, wie man an der Geschwindigkeit spielen kann. Dann muss ich gar nicht über den Schieberegler gehen. So wird sie wieder langsamer. Ist das super, Das Svenja? ist schon, also ich muss sagen, also auch, man muss sich natürlich an so eine Maschine, muss ich sagen, auch gewöhnen. Ne? Man wächst ja auch mit der Maschine Man dazu. wächst mit den Man Aufgaben. lernt mit der Maschine mit, aber das ist schon enorm, was sie alles kann. Also Genau. ich bin tatsächlich echt beeindruckt. Schieber zur linken Seite. Auch hier haben wir ein schönes kleines Messer zum Abschneiden des Fadens. Ich muss mal den Ingenieur sprechen Du musst den Ingenieur und muss ihm mal sprechen. sagen, das hat er tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Muss Vielleicht war man. es auch eine Ingenieurin. Wer weiß? Wer weiß das Boah, schon? das bestimmt. Jetzt haben wir es Ja, wer weiß das schon? rausgefunden. Das wissen wir gar Da nicht. müssen wir mal an die Quelle. Einfach über das Messerchen gehen. Ja. Bei der Maschine dabei ist auch eine stabile Tasche, denn ein fester Hartschalenkoffer wäre für die Maschine viel zu schwer durch diese Größe. Ja, die hat ja schon Gewicht, ne? Also das ist ja und Genau. dann noch ein Ja, Hartschalenkoffer. weil wir ja damit das, der Ja. müsste ja schwer sein, sonst würde der ja brechen. Ja. Ne? Also ihr seht, natürlich hat sie auch wieder die Zierstiche, wie wir es gestern schon angeschaut haben. Wir können ja einfach mal in einen reinschauen. Oder auch hier diese Seitwärtsstiche, seitwärts gesteuerte Quillstiche, seitwärts gesteuerte Zierstiche. Wow. Der ist ja auch wunderschön. Ja, der ist auch cool. Und der mit der Spirale, der ist auch super. Ist einer schöner wie der andere. Schick. Jetzt könnte ich wieder hier Da den geht es ja Stich dann auch schon wirklich auseinanderziehen so und ich sehe auch wieder das Original. in die ganze Modedesign-Richtung und sowas, was ich Genau. so viel sehe bei so wirklich hochpreisigen Kleidern oder Klamotten allgemein, dass die wirklich auch immer unglaublich tolle Stickereien haben. Ja, Und da man wird ja sagt sehr, zwar, es sehr ist viel gemacht handgemacht, aber es ist damit. halt handgemacht an der Maschine. Wenn man jetzt solche Stiche sieht, das erinnert mich natürlich gleich an Fashion-Shows und sowas, die ganz oft mit so ganz exklusiven, tollen Stichen einfach arbeiten und dadurch ihre Klamotten zu besonderen Einzelteilen Ja, machen. genau. Ich könnte das auch jetzt wieder schmäler stellen, aber ich finde die Optik halt so, wie er ist, eigentlich am Sieht allerschönsten. echt toll aus. Den lass uns doch bitte So noch mal wieder sehen. hier. Also nehmen wir doch am besten noch mal das Material, wo das Volumen fließt, dazwischen ist. Svenja, wenn du so lieb bist und Ja. würdest mir das bitte Wo mal ist es denn? da drüben auf dem Tisch Ich müsste hole das es noch mal. liegen. So, derweil die Svenja das herholt, zeige ich doch einfach mal, Bin welches voll heller. Füßchen uns die Maschine empfiehlt. Jetzt sehe ich, aha, und auch von der Logik her ist es ja so, breiter Stich, schmaler Fuß ist ja nicht wirklich schön. Und wir wollen ja, dass es ganz klar und scharf hervorgehoben wird. Also die Maschine zeigt uns an, der Fuß mit Erkennung 8 wird wieder empfohlen. Das Füßchen kann ich hier wieder einfach in meinem wunderschönen Zubehörfach rausnehmen. Ich sehe wieder die Kennung 8. Hier oben. Ich sehe wieder, was alles aktiv ist. So einfach wieder über das Snap-on, Snap-off-System. Und so einfach ist dieser integrierte Dualtransport ausgeschaltet. So, ich kann es ja wieder sehr gut positionieren. Dank unseres wunderschönen, extrem hohen Fußdurchlasses geben wir über die Start-Stopp-Taste. Und jetzt transportiert es wieder von links nach rechts, rechts nach links. Die Fadenspannung ist immer noch perfekt. Schick.
Ja, gefällt mir auch das total. Das macht Freude. Ja. Das macht Leidenschaft. Ja. Der gefällt mir auch total. Ist das fantastisch. Wirklich toll. So. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gar nicht vernähen, ich will das einfach aus irgendeinem Grund einfach nur abschneiden, dann kann ich das hier anhalten und würde einfach auf die Schere gehen. Manchmal haben wir ja einen Grund, weshalb, warum. Geht alles. Geht auch. Wie man das halt einfach, dass möchte. Ihr mal seht, ich kann ja. Das natürlich auch so machen. Super schick. Das gefällt mir sehr gut hier. Das einer schöner wie der andere. Mm. Wir können gern mal noch in einen reinschauen. Lass uns das mal machen. Gehen wir dann nochmal hier rein. Also Else, falls ich mir eine Maschine kaufe wie diese, muss ich dich aber auch mitkaufen, muss ich sagen. Dann soll ich mit nach Hause kommen. Ja, liebe Svenja. Svenja, welcher hatte dir gefallen? Der mit dem Lollipop, mit dieser Spirale, den fand ich irre. Ja, das kann ich mir... Ah, das ist jetzt ein schmaler Stich, aber wir können den ja gerne nehmen. Ich will ihn einfach mal sehen, wie die Maschine das machen würde. Komm, ich mach dann den Bildschirm zu. Cool. Genau. Jetzt empfiehlt sie den schmalen Fuß 2a, weil der Stich ja nur 9 mm breit ist, aber sie nimmt es nicht krumm, wenn wir jetzt den lassen. Probieren wir es mal. Moment, dass wir auch bei beidem die rechte Seite haben. So, ich mache es wieder über Start, Stopp. Dann kann ich wieder. Du merkst doch, was jetzt für eine Geschwindigkeit da hinten ist. Das sieht aus wie kleine Lollipops. Ja, ich gehe mal hier über den Regler. Ja, lass mal ruhig schnell. Das ist ja immer das Einzige, was mich an Zierstichen aufregt, ne? Dass ich da dann so lange vorsitzen muss. Aber das geht ja echt ruckig zu viel. Ganz genau. Die Maschine ist auch abgabefähig. Das heißt, wenn ich die mit dem Wi-Fi verbinden würde, dann habe ich ein vollautomatisches Update. Sehr gut, wenn man das machen würde wollen. So, Nahtende, dann näht sie auch, wie gestern schon gesehen, immer den Musterrapport fertig. Und erst dann vernäht sie, schneidet Unteroberfaden ab und hebt das Füßchen nach oben. Cool. Updates, Thema Updates. Ja, wenn wir, ich sag jetzt mal, vielleicht neue Stiche bringen oder irgendwas. Die sind für immer inklusive. Dann kann man das kostenlos aktualisieren. Also alles, was es Neues gibt für diese Maschine, kann ich mir immer runterladen. Genau. Das ist ja auch super. So ein Video ist natürlich toll, aber ich glaube, wenn man selber mal das Gaspedal bedienen darf und selber mal den Stoff führen kann oder sowas, das ist auch mal immer so ein bisschen eine andere Sache. Ne? Und das lohnt sich bei so einer Maschine auf jeden Fall. Einfach auch mal das zu spüren und zu merken, wie das ist, auf so einer Maschine zu sein, das ist schon irre. Und das ist auch schon echt ein großer Unterschied, den auch Anfänger schon merken können. Also das merke ich auch immer wieder. Auf jeden Fall. Wenn da so ein Unterschied ist zwischen den Maschinen, dass auch jemand, der noch nicht so lange näht, das auf jeden Fall schon merken kann, was da für eine Power drin ist in so einer Maschine. Die Königin der Maschinen. Die Königin unter den Fafnir-Maschinen, ganz genau. Liebe Else, vielen Dank für diese, ich würde mal sagen, für diese Nähmaschine kurze Vorstellung. Aber es war nur eine sehr kurze Vorstellung. Ja. Ich habe jetzt erstmal, wo ich denke, das Wichtigste und die wichtigste Neuheit rausgeholt. Ich habe schon gehört, Einweisungen 4 bis 5 Stunden locker, meistens sogar 2 Tage lang bei so einer Maschine. Kommt drauf an. Ja, das also, dass man wirklich auch viele Sachen einfach zeigen kann. Es interessiert uns auch nicht immer alles gleich. Ja, aber wen es interessiert, also da gibt es wirklich unendlich viele Sachen, die man machen und zeigen kann. Und da hat man wirklich, man hat nähtechnisch, würde ich sagen, für eine lange Zeit erstmal ausgesorgt, wenn man sich so eine Maschine organisiert. Da hast du nicht mehr recht, da hast du vollkommen recht. Und ich empfehle auch immer so eine Maschine eigentlich, dass man wenigstens eine sehr, sehr gute Grundeinweisung hat. Dann gehst du ganz anders an diese Geschichte. Und traut sich auch direkt dann mehr. Dann wird ja auch direkt die Angst genommen. Ja, das würde ich auch behaupten. Das ging ja selbst mir so. Ich hatte jetzt ja nicht die, sondern die eine Nummer kleiner sozusagen zu Hause. Was ja auch selbst, schon... Ja. Und selbst ich, obwohl ich so viel nähe und viele Maschinen schon gesehen habe, selbst ich war ein bisschen vorsichtig mit der Maschine, muss ich ehrlich sagen. Und habe mich jetzt super gefreut, dass du mir die nochmal so toll gezeigt hast. Sehr, sehr gerne. Ich würde mich jetzt direkt noch mehr trauen und hätte auch noch mehr Lust, alles auszuprobieren. Muss ich ehrlich sagen, hast du mich echt gekriegt und motiviert. Das freut mich, dass ich dir da helfen konnte, Svenja. Ja. Hast du wieder ganz toll gemacht, Else. Und bitteschön. Ich freue mich auf noch ganz viele tolle Videos mit dir. Ja, ich und, auch. Dann würde ich erst mal sagen, vielen Dank und dann euch sehr gerne. Bis ganz bald. Und euch wünsche ich aber auch, wenn ihr sie vielleicht bekommt, ganz viel Freude mit dieser wunderschönen Maschine. Ja. Und sage auch bis bald. Bis bald.